gleich in der Erstausgabe hatte ich tatsächlich morgens einen Hausbesuch von der Kripo und da standen 5 Beamte vor meiner persönlichen, also privaten Wohnungstür. Freeze. Und untersuchten auf einen Verdacht hin, durchsuchten meine Wohnung. Im Wesentlichen mein Homeoffice damals, mein Arbeitszimmer. Sie fanden auch Geräte. Es ist soweit. 2 Digisaurier begeben sich auf eine spannende und besondere Tour. Es ist eine Zeitreise zwischen gestern, heute und morgen. Sie heißt von Neuland nach Digitalien. Auf der Suche nach alten und neuen Meilensteinen, die für die Digitalisierung im Land entscheidend waren, sind oder werden könnten. Sie sind unterwegs und nehmen sich Zeit. Mit dem Fahrrad, per Bahn, vielleicht auch per Schiff. Entschleunigt. Und sie treffen dabei auf interessante Menschen. Erkunden geschichtsträchtige digitale Schauplätze. Und werfen einen Blick auf das digital Kommende, das vielleicht gerade erst entsteht. Die beiden freuen sich auch über Kommentare, Anregungen und besonders über das Teilen. Zum Beispiel der Sendung, die jetzt startet. Der wichtige Trend-Change war dann Stück für Stück kam online auf. Ja. Das wurde immer wichtiger. Und da war es ja am Anfang, glaube ich, total wichtig, dass du Leute hattest, die völlig freakig waren. Da ging es um Mailboxen. Da musste man Dinge machen, die nicht ganz sauber waren. Und da haben wir auch jemanden dazu befragt. Nochmal zur Erklärung. Das Video, was man da jetzt gerade sieht, das ist von 2016, also schon ein bisschen älter. Da machten wir diese Neudig-Radreise. Natürlich hatten wir damals noch ältere Technik. Heute kann die Technik mehr, die Handys können bessere Bildqualität liefern und wir haben auch andere Kameras dabei. Aber damals war das eben so. Insofern viel Spaß bei diesen Reiseerinnerungen von der Neudig-Radreise 2016. Ja, das Aufkommen der Online-Thema, das hat auch dazu geführt, dass natürlich die Zeitschriftenbranche das auch aufgreifen wollte. Also wir reden von einer Zeit, als die Mailboxen gerade ins Internet übergingen, also als die ersten Leute ins Web gegangen sind, als die selber Mailboxen vielleicht gemacht haben, als die untereinander Daten ausgetauscht haben und dafür brauchten die erstens mal die richtige Technik und zweitens auch das richtige Fachwissen. Und das Ganze war nicht ganz so einfach, weil die Technik auch nicht immer so ganz legal war und dennoch hat Thomas Janot mit der PC Online eine Zeitschrift gegründet, die genau diese Themen aufgriff und sich da auch in Gefahr begeben. Kam es, wie es kommen musste. Wir gründeten in den Anfang, Mitte der 90er Jahre eine Online-Zeitschrift, die nannte sich PC Online, bin ich ganz stolz drauf. Das war mein erstes richtig großes eigenes Ding mit meinen Jungs, Markus, Ralf, Stefan, Susi, Elisabeth, der Knobel und wie sie alle so heißen, meine Jungs, die dabei waren. Mit denen haben wir diese Zeitschrift gemacht und gleich in der Erstausgabe hatte ich tatsächlich morgens einen Hausbesuch von der Kripo und da standen 5 Beamte vor meiner persönlichen, also privaten Wohnungstür und untersuchten auf einen Verdacht hin, durchsuchten meine Wohnung. Im Wesentlichen mein Homeoffice damals, mein Arbeitszimmer. Sie fanden auch Geräte, allerdings, ich hatte sie nicht angeschlossen, zum einen und zum anderen, selbst wenn ich sie angeschlossen hätte, es war ein Zufall, ein reiner Zufall gewesen, hätten sie nichts machen können, weil ich hatte sogar eine Telefonanlage. Und die Telefonanlage, die gab es damals von Auerswald, so die erste bei Konrad, die war zugelassen, die war also bezahlbar und die war auch wichtig. Also über eine Telefonanlage konnte man allerlei machen und man konnte sich so ein bisschen des Problems entziehen, ein nicht amtlich zugelassenes Modem und andere Geräte zu betreiben. Warum war das so abenteuerlich? Naja, Sie müssen sich vorstellen, 5 Kripo-Beamte in einer bayerischen, eher provinziellen Gegend stehen vor der Tür bei einem Chefredakteur, das war damals auch nicht unbedingt jeder. Na, was weiß ich, was der für Dreck am Stecken hat. Also das war ein bisschen gruselig, auch nicht lustig gewesen. Ich muss aber auch eine Lanze für die Leute brechen. Sie waren nicht unhöflich, sie waren auch nicht bösartig oder auch nicht mit vorgehaltener Waffe. Sie waren relativ, Entschuldigung, locker drauf gewesen und einer war sogar dabei, der sich mehr oder weniger dafür entschuldigt hat, dass er das eigentlich auch alles ziemlich blöd fand. Die haben sich entschuldigt sogar. Also das ist ja eine wirklich wilde Zeit gewesen, ja, oder? Also ich
bilde mir ein, damals wäre es sogar theoretisch nicht legitim gewesen, einen mit einem Stift die Wählscheibe zu drehen, weil das ein unerlaubter Eingriff in fernmeldetechnische Einrichtung ist. Ich weiß aber nicht, ob das nicht mehr ein Gag ist. Aber wir saßen früher wirklich in unseren Wohnungen, haben die TAE-Dosen abgeschraubt, haben so Lüsterklemmen hingemacht und die Modems da dran angeklemmt und hatten immer ein bisschen Angst davor, dass dann irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht. Außer man schaltet eine Telefonanlage dazwischen. Also da war Tommy schon ein Stück weiter als wir. Also, man musste wissen, wie es geht. Der Ralf Möllers hat gerade noch einen sehr netten Kommentar abgegeben. Oh ja, ich vergaß den Kommentar. Genau, Avanti Dilettanti. Genau, das er schrieb, wir lieben Anekdoten aus der Zeit Avanti Dilettanti. Und wenn man ganz ehrlich ist, also wenn ich mich an meine eigenen ZDF-Auftritte erinnere, ist es klar, ich bin da hingestolpert, ich sollte in 3-4 Minuten irgendwas über Mailboxen zum Beispiel erzählen, wo andere Leute 4 Seiten hatten. Ja, war ja klar, dass ich dann mich lächerlich machen musste. Aber auf der anderen Seite, es hat funktioniert und mein Chef Redakteur Peter Frey, der heute jetzt beim ZDF der Chefredakteur ist, hat damals gesagt, ich hätte ja nicht gedacht, dass das klappt, aber offensichtlich interessiert es die Morgenmagazin-Zuschauer. Das hat auch Spaß gemacht, oder? Ja, es war eine tolle Zeit und auf der anderen Seite finde ich aber, das, was wir jetzt hier machen, ist mindestens genauso schön. Es ist anders, es hat eine andere Art, aber es ist toll. Also es kommt gestern wie heute wie morgen darauf an, dass man es einfach macht. Und das war damals zu dieser Zeit so, als wir die Zeitschriften gegründet haben. Ich denke mal, es war in der Zeit, als online aufkam, auch so, wirklich das Ganze zu machen. Klar. Und das gilt auch für die nächsten, für die kommenden Themen, wo immer die hingelagert werden, dass man einfach mal macht und nicht vorher allzu lange überlegt. Ja, und du lernst es ja, während du es machst. Das ist ja das Entscheidende. Richtig. Und dann kommen auch die Anekdoten. Was glaubst du, Thomas, was sind, weil Storytelling ja auch ein Thema ist, das dich ja auch interessiert, vor allem zusammen mit Unternehmen. Du machst ja auch Beratung und ja. So. Was glaubst du, ist die Art, wie Unternehmen in 10, 20 Jahren ihre Geschichten erzählen werden? Werden die überhaupt noch Medien brauchen? Werden die es selbst machen? Und wenn sie es selbst machen, wie machen sie es? Oh, das ist eine spannende Frage, Christian. Dieser 10, 20, 15 Jahreshorizont, der ist sehr weit. Aber also ich glaube erstmal, dass Inhalte generell so vom Absender her ja eben nicht mehr direkt von den Medien kommen, sondern sie kommen jetzt, also ich mache was, jeder setzt einen Blog auf, schreibt, Facebook. Also das wird sowieso, das vermischt sich sehr viel stärker. Und Unternehmen geben auch immer stärker Inhalte raus. Vielleicht nicht immer gut, aber das tun sie. Mhm. Und ich glaube, dass Unternehmen prinzipiell offener werden gegenüber Social Media, wenn sie jetzt noch so ein bisschen abgekapselt sind, also ein bisschen so eine Grundscheu davor haben. Ich glaube, das wird sich abbauen in der Zeit, einfach weil andere Leute die Unternehmen führen und welche, die damit groß geworden sind. Also es ergibt sich, glaube ich, einfach durch einen Generationswechsel, würde ich mal behaupten, dass dann das Unternehmen eine größere Nähe zulassen und anfassbar sind einfach. Und das halte ich für, ich glaube, das wird die größte Änderung sein, dass Unternehmen wie Menschen, wie Persönlichkeiten werden und nicht, dass man nur so redet, ist die Marke die Persönlichkeit, sondern wirklich viel, viel greifbarer und echter, authentischer auch dadurch werden. Müssen wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn sie in so einer Welt erfolgreich sein wollen. Aber bedeutet es nicht für die, die jetzt zum Beispiel in so einer Unternehmenskommunikationsabteilung arbeiten, dass sie komplette Kontrolle verlieren, weil dann ja jeder, der im Unternehmen ist, auch das Unternehmen repräsentiert, es auf Facebook oder in Twitter verteidigt oder auch nicht? Das ist ja ein Riesenproblem dann für die Leute, die zentriert ursprünglich mal gearbeitet haben, so das Motto, wir haben den Daumen drauf, was erzählt wird. Also Kontrolle, glaube ich, ist ein Wort, das sehr schwierig ist in dieser Umgebung. Mhm. Und ich weiß, bei Chip Online zum Beispiel die letzten Jahre wurde Agilität eingeführt, also agiles Arbeiten. Und da gibst du auch sehr viel von Kontrolle ab einfach. Mhm. Klar will das oberste Management immer noch, sagen wir so, Quartals- oder Jahrespläne haben. Mhm. Aber unten wird ganz anders schon gearbeitet. Mhm. Und das bei der Kommunikation ähnlich. Und diese Art des Arbeitens und diese Art auch der Selbstbestimmung. Du sagst, ey, ich vertraue dir, weil das ist ein Grundvertrauen jedem Mitarbeiter gegenüber. Und sagst, du machst es, da gibt es halt ein paar Grundregeln, aber das war so ein Framework. Und das funktioniert, glaube ich. Und das wird in Zukunft auch immer besser funktionieren. Martin, genau. Apropos funktionieren, beim Wolfgang Bausch war das Internet kurz weg. Ich kann ihm aber sagen, der Todestrunk, dass ihr immer so übertreiben müsst. Der grüne Smoothie aus dem Smoothiebecher, der steht noch da hinten. Der kommt in Kürze. Bleiben Sie dran. Genau. Jetzt werden wir gleich noch einen weiten Sprung machen. Bisher waren wir sehr münchenlastig. Markt und Technik war unser großes Thema. Das werden wir auch nachher noch mal ein bisschen mit zum Thema machen. Aber es gab auch noch andere Städte und über die berichten wir gleich. Zum Beispiel eine dieser Städte war Düsseldorf. Also gleich geht's weiter mit dem Thema, was war da eigentlich in Düsseldorf los, in diesem Haus, die Autos verkauft haben und dann irgendwann plötzlich Computerbücher? Und das Haus? Hier war mal eine Ladenfront, also wirklich eine Ladenfront. Und zwar von einem der ganz wichtigen Verlage, die es damals in der Computerzeit gab, nämlich Data Becker. Düsseldorf, das war so der Ort,
Ich weiß nicht, warst du mal in Düsseldorf bei Data Becker? Und ja, ich habe die Ferraris gesehen noch und dann bin ich durch die etwas schäbigen Gänge so gegangen da. Mhm. Und ich fand es sehr beeindruckend, ja, diese Art der Kombination noch nie erlebt vorher. Hast du Dr. Becker dann auch getroffen da? Ja. Und warst du in seinem Büro? Ich habe aber keine Erinnerung mehr dran. Müsste ich da an was denken? Kannst du dich an den Stuhl erinnern, auf dem du gesessen bist? Nein. Also das, dann bist du einer der wenigen, die das nicht erinnern, oh. Weil Dr. Becker hatte nämlich Folgendes, die haben, Data Becker war immer sehr kostenbewusst und in seinem Büro standen als Besucherstühle Autositze. Die hatten ja überall Autositze und ja. Die wurden auf so Holzpodeste gestellt und dann hat man die zum Sitz bekommen. Die sind eigentlich bequemer gewesen und hatten einen gnadenlosen Vorteil natürlich für ihn, weil Doc Becker hatte einen normalen Bürostuhl in seinem Büro. Mhm. Die Autositze waren ein ganz klein wenig niedriger. Das heißt, wenn er sich eh schon nicht klein von wuchs, dann auch noch irgendwie deutlich macht, dass mit irgendwas nicht zufrieden war, dann haben wir das doch aus einer sehr niedrigen Position heraus zur Kenntnis genommen. Aber ich war da vor ein paar Wochen. Ich wollte das Haus besuchen und gucken, wie es da jetzt so ist bei Data Becker. Und was hast du gefunden? Was ich gefunden habe, war das. Das ist wirklich unglaublich. Hier war mal eine Ladenfront. Also wirklich eine Ladenfront. Und zwar von einem der ganz wichtigen Verlage, die es damals in der Computerzeit gab, nämlich Data Becker. Hier bin ich vorbeigekommen. Hier habe ich meinen ersten Amiga gesehen. Also ich habe ihn selber ins Schaufenster gestellt. Ich habe nämlich damals bei Data Becker gearbeitet. Und hier waren all die Menschen, die Computer verkauften, Computerbücher und so weiter. Und hier war auch der Verlag, bei dem ich damals eine gewisse Zeit lang als Assistent der Geschäftsleitung gearbeitet habe. Das alles war hier mal und jetzt ist da einfach nur noch ein ganz großes Bauloch und da kommen jetzt ganz andere Sachen hin. Ja, das war Data Becker. Hier muss ich ungefähr einen Eingang gehabt haben. Da bin ich reingegangen und nun ist da nichts mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, das war ein kurioser Moment, als ich da vor dieser Baustelle stand, wo früher mein Arbeitsplatz war. Ich habe ja immerhin, also ich habe ja in dem Haus angefangen, Bücher zu machen. Das waren die Amiga-Bücher. Das waren die ersten, die ich bei Vogel gemacht habe, damals noch. C64, Peak Poke als Chip Special. Und dann waren die Amiga-Bücher eben bei Data Becker. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Dr. Becker, der wollte uns abwerben als Autoren von Vogel damals. Und dann hat er mit mir gesprochen und sagte, ja, hier ist eine Liste von Büchern, die wir planen. Suchen Sie sich eins aus, was Sie machen wollen. Da stand dann halt ganz viel Atari und so anderer Kram, so CPC, Schneider oder sowas irgendwie. Und dann sagte ich, da fehlt der Amiga. Und dann sagt Dr. Becker, wieso Amiga? Naja, weil ich war gerade in Frankfurt auf der Commodore Hausmesse, die gab es damals noch und da habe ich von Gail Wellington präsentiert bekommen. Das war eine Frau, die sah aus, als ob sie gerade eben aus dem englischen Vorgarten kommt und irgendwie Unkraut gezupft hätte, so mit so einem Schürzchen und einem Kleidchen und so. Und die hat dann im feinsten Englisch uns den Amiga vorgeführt und ich fand die Kiste einfach nur geil. Es war unglaublich, dieser Bouncing Ball, Tutanchamun, der das Gesicht verändert bekam, Paint. Ich dachte, alle Träume, die ich mir vorstellen konnte, sind erfüllt. Du kannst jetzt Filme machen mit dem Computer, du kannst Animationen machen. Es war toll. Ich war also völlig beseelt vom Amiga und komme dann zu Dr. Becker und dann sagte er zu mir, Sie wollen ein Buch zum Amiga machen? Und ich sagte, ja doch, klar, das will ich, weil ich finde ihn einfach großartig. Ich dachte, Sie wollen Geld verdienen. Sagte ich, nö, ich habe damals als Werbetexter gearbeitet, ich bin ja in einem Beruf, ich mache das nebenbei und ich habe mir so ausgerechnet, wenn das Buch so viel Geld einbringt, dass ich mir den Amiga leisten kann, der hat damals 5.000 Mark gekostet mit dem amerikanischen Netzteil, musste es dann Adapter dazu kaufen und ein bisschen Software darüber kommt, dann reicht mir das schon völlig aus. Und so habe ich dann das Amiga für Einsteiger geschrieben, das erste Buch mit Farbseiten bei Data Becker. Also und war es erfolgreich? Es war ein hammer erfolgreiches Buch mit 39 Mark. Nee, wirklich. Also wir haben hunderttausende Bücher rund um den Amiga verkauft. Und wir haben noch Amiga-Bücher verkauft, da gab es den Amiga schon gar nicht mehr, weil Commodore nicht mehr da war. Also es war wirklich eine wilde Zeit. Also insofern, das war Data Becker, aber wir haben auch im Zeitschriftenbereich dann rumgewirbelt und trafen dort einen Chefredakteur namens Rainer Bartel. Und Rainer Bartel wurde dann von uns vorgeschlagen, wir würden gern so einen Amiga-Teil in der Data-Welt machen. Die Data-Welt war die Zeitschrift, die Data Becker aus dem Katalog heraus entwickeln hat lassen. Und der Rainer hat nie an den Amiga geglaubt, also auch später nicht. Aber er hat uns halt mal machen lassen. Und und so wurde der Amiga Window gegründet. Das war so eines der ersten regelmäßigen Publikationen zum Amiga. Hat uns natürlich auch geholfen bei den Büchern, also war wirklich toll. Und den Rainer habe ich auch wieder getroffen an dieser Baustelle und habe ihn ein bisschen befragt, wie die Zeiten damals für ihn so waren, aus seinem Blick, das müsste hier sein, genau, aus seinem Blick. Und er hat ein paar Geschichten erzählt aus der Vergangenheit, wie er es so erlebt hat, damals in Düsseldorf und übrigens danach
werdet ihr hier drei grüne Gläser sehen und wir werden den Smoothie testen. Jetzt schon drei. Ja, weil du trinkst mit. Wir haben extra gesagt, wir holen einen Gast, der muss mittrinken. Ja, das ist toll. Jetzt aber Rainer Bartel, die Datawelt, Databäcker, Düsseldorf. Rainer, du weißt ganz genau, hier war damals dein Büro. Ja, hier über dem Eingang, da oben. Hotel Adlon, wie wir immer gesagt haben. Was wir getan haben, war sehr zeitgebunden. Das hing mit dieser Ära zusammen. Also auch zum Beispiel technisch. Denn diese berühmte Truppe Brückmann-Geritz-Englisch, die haben ja die ganzen Sachen erfunden, die wir gemacht haben. Ich sage ja immer so, die haben Desktop-Publishing erfunden, weil die tatsächlich Druckdaten über Disketten auf eine Linotype übertragen haben, als überhaupt noch kein Mensch daran gedacht hat, dass man das machen könnte. Die haben programmiert um des Programmierens willen. Und diese technischen Sachen, das war einfach, die haben gerne gebastelt, natürlich, klar. Und da sind einfach tolle Sachen bei rausgekommen. Die haben zum Beispiel auch, das weiß auch keiner, die erste Digitalkamera gebaut. Wir kriegten nämlich damals einen lichtempfindlichen Chip von irgendeinem Hersteller aus Idaho, keine Ahnung was. Und dann haben die daraus eine Kamera gebaut, die hat digitale Fotos gemacht, die man aber auch wirklich nicht für irgendwas brauchen konnte. Ich habe für Data Becker alleine über 100 Bücher gemacht. Ja, also das war wie Brötchen backen. Hat einer, machen Sie doch mal ein Buch dazu. Machen wir ein Buch dazu. Machen wir ein Buch dazu. Machen wir ein Buch dazu. Und diese, sagen wir mal, die Strukturierung, dass zum Beispiel Top-Titel kamen und weniger gute, diese ganze technische Fortschritt, das begann eigentlich bei Data Becker erst, nachdem ich raus war und zum Konkurrenzverlag gewechselt bin mit meinen Buchaktivitäten. Nein, das haben wir haben überhaupt so wenig reflektiert damals. Wir haben einfach immer gemacht. Mhm. Geht das? Ja, dann machen wir das. Und zwar deutlich bewusst, dass wir an was mitarbeiten, was langfristig Auswirkungen haben würde. Das war völlig klar. Das war für uns kein von uns ein Zweifel. Das andere war, dass man tatsächlich auch nicht gebremst wurde. Wenn wir eine Idee hatten, die nicht völlig abwegig war, dann kriegten wir auch das Go von Dr. Achim Becker. Dann konnten wir das auch machen. Also speziell im Zeitschriftenbereich. Im Buchbereich kann ich das nicht so 100% beurteilen. Ich habe dann für Seibex Bücher geschrieben, die ja auch hier in Düsseldorf saßen. Das war noch toll. Ich habe relativ viel Schulungen und Seminare gemacht. Das hat mir noch Spaß gemacht. Ich kann es nicht genau sagen, wann der Spaß an der Computerei im weitesten Sinne weggegangen ist. Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Nee, eigentlich nicht. Ja, so lange ist der Spaß noch nicht her. Wir haben jetzt einen Spaß vor uns. Ja. Das hier ist Henrik. Henrik hat das gemischt. Also sag uns noch nicht, was drin ist, Henrik. Lass uns erstmal trinken. Das hier, so sieht das aus, was wir jetzt gleich zu uns nehmen. Er hat es gemischt, die haben es heute Mittag eingekauft, zusammen mit Barbara war er dort beim Einkaufen. Und Jungs, wir machen es mal. Ne? War das jetzt auf Ex, Christian? Oder war nee, das war auf Ex und das Retrobla auch auf alles Ex. Alles auf Ex. Alles auf Ex. Ja, du auch, Henrik. Okay. Ja, du hast dir so viel eingebockt, ich liebe euch alle. Gut, auf also, Ex. Dann. Gut. Cheers. Mama, warum mache ich so? Fang mal an. Prost. Prost. Ja. Prost. Prost. Ah, oh, das war kein Ex. Ja, weiß ich, wie es schmeckt. Ja, du musst doch einen trinken. Den will ich ja nicht probieren. Also, hinten rum hier. Na gut, jetzt aber. So, okay. Jetzt. Okay. Ah ja, Apfel. Mit einer Note von Grün und Sanddorn. Glutenfrei. Also Hammer, das war gar nicht mal. Rucola drin? Nein. Spinat? Nein. Pass auf, wir lassen jetzt Henrik zu Wort kommen. Henrik hat jetzt seinen Platz in dieser Sendung. Henrik, was ist da drin? Was ist da drin? Da ist drin Apfel, ja? Jawohl. Banane, ja. Birne, ungesüßte Mandelmilch, ein Spritzer Limette und Mangold. Mangold, das ist ja... Hieß ja, Martin mal, wollte keinen Spinat, also habe ich Mangold gekauft. Hieß nicht bei irgendeinem Verleger Mangold bei oder irgendeiner bei Chip? Hieß der nicht mal Mangold? Nee, bei Chip hieß kann der so ähnlich hieß der. Schon, ne? Na egal, aber der ist auf jeden Fall, also das hier ist Mangold, das da drin war und es schmeckt wirklich ganz hervorragend. Ja, das Rezept werden wir euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. Das nennt sich dann Digisaurier Special. Wir werden das wahrscheinlich vermarkten. Aber anyhow, das Rezept stellen wir euch zur Verfügung. Das kommt dann in den Live-Blog morgen, denke ich, packen wir das rein oder auf die Seite. Also ihr kriegt das Rezept von uns. Der Henrik wird es höchstpersönlich nochmal zusammenschreiben. Wir sagen danke an Barbara, die Henrik geholfen hat, das alles irgendwie auch zu produzieren. Das auch für die Gläser nicht passiert. Das ist gefährlich. Also Mutprobe 1. Mutprobe 1 haben wir überstanden. Genau. Ja. War wunderbar irgendwie. Also hat Henrik wirklich gut gemacht irgendwie. Henrik ist übrigens normalerweise nicht für die Smoothie und Versorgung zuständig, sondern ist eigentlich zuständig für Social Media, kümmert sich um Twitter, um Facebook und all diese Dinge, dass die Sachen geteilt werden und dass solche Dinge sind. Apropos teilen, sollten wir es noch nicht erwähnt haben.
Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann teilt diesen Stream, teilt diese Sendung, wenn sie euch gefällt. Wenn nicht, behaltet es für euch. Aber wenn sie euch gefällt, teilt gerne, liked gerne. Wir freuen uns auch über Kommentare. Gibt es irgendwelche mittlerweile? Nee, aber ich habe Smoothie auf meinem Mac. Du hast Smoothie auf deinem Mac, ja. Das kennst du ja, er ist Vater einer kleinen Tochter, er ist ein Linchen. Er ist gewöhnt, dass mal irgendwas auf seinem Mac ist, was da eigentlich nicht hingehört. Insofern ist das nicht so dramatisch.